So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Heute, jetzt vor, wann war ich da? 13 Uhr, war ich vor Gericht, natürlich mit meinem persönlichen Rücken mit der guten Stichsägen Kerstin. An der Stelle Grüße gehen raus. Genau, haben wir uns um 12:30 da getroffen, haben wir noch schön ein Käffchen getrunken, ne? Da kamen die Abu Chakas da, kurz Faust gegeben, hallo, hallo. Sind reinmarschiert. Da habe ich die auch mal gefragt, ja, warum, was meint 13 Uhr? Normalerweise immer so um 9:30 Uhr, 13 Uhr ist ein bisschen spät. Hätte aber ja sein können, dass das Gericht sich gedacht hat, weißt du was, wir versuchen es mit dem Samra nochmal. Und um 13 Uhr hat er dann wahrscheinlich ausgeschlafen. Kommt dann, kam rein, alle haben sich hier hingestellt, Richter kommt rein. Und ja, das Erste, was verlesen wurde, ist halt, ja, der Kollege Samra ist letztes Mal nicht erschienen. Wir haben keinen Attest vom Arzt bekommen, das heißt, Samra hat quasi unentschuldigt gefehlt. Dürfte auf jeden Fall, denke ich mal, das erste Mal in seinem Leben gewesen sein auch. Und er bekommt ein Bußgeld von 600 Euro Strafe. Ja, juckt den Samra auf jeden Fall, die 600, die tun richtig weh. Sind dann sofort in den Fall reingegangen. Und ihr müsst ja wissen, also wenn du da reinkommst, du weißt halt nicht, wer der Zeuge ist. Du hoffst, es gibt einen Zeugen und du weißt aber auch nicht, wer. Und es sind auch schon super oft Leute nicht gekommen, wie letztes Mal Samra auch zum Beispiel. Und dann hat der, haben wir halt angefangen. Wurde so ein bisschen verlesen, da hat der Choppe, hier der Spezi von Bushido, hat dann so irgendwie random so eine Viertelstunde irgendwas vorgelesen, wo so mit Jahreszahlen und ja, der Vertrag und 30-50, 50-50 und hat aber, war aber komplett nichtssagend so und der Richter war auch so und Arafat hat dann die These aufgestellt, der macht dann einfach so, es ist Zeit, der spielt auf Zeit, ne? Einfach wie beim Fußball so. Die Abu Chaka ist einfach so, ey Schiri! Schiri, es ist für den Einwurf mach schneller aus, ne? Was ist das hier? Kennt ihr, wenn der Torwart so, wenn der Ball geht links ins Tor aus, ne? Und der Torwart nimmt den Ball aber extra rechts an den Fünfer, um nochmal so ein paar, dann lässt er die Abwehrspieler, spielt die kurz nicht an, sondern macht nochmal so, geht alle raus, so eine Minute ist um. Beim Choppe waren es so 15 Minuten, war auch super, hat aber zu nichts geführt, so dann wurde noch irgendwie, dann hat eine von den Anwälten von den Abu Chakas hat dann noch, eine Frau war das, die hat dann gesagt, ja, es kann nicht sein, dass immer die ganze Zeit irgendwelche Interner hier in der Bild stehen, so nach dem Motto, wer ist der Maulwurf mäßig, wusste aber auch keiner genau. So, und dann sagt halt jemand so zum Richter, ja, nee, sagt der Richter, ist der Zeuge, den wir für heute geladen haben, ist er schon da? Und der Typ meinte so, ja, der ist da. Und der Richter so, ja? Also der Richter ist einfach komplett davon ausgegangen, dass der Zeuge auf gar keinen Fall erscheint. Und wer war der Zeuge? Einfach fucking AK außer Kontrolle. Ja, wird der da reingerufen, kommt da rein, schön Seiten auf Kante, crazy Jacke angehabt, so beige, halb Stoff, halb Synthetik, auf so, Stylomaten-Jeans, irgendwelche teuren Schuhe, die so aussehen wie die Schuhe, die bei der Mondlandung getragen haben, so voll, also richtig, voll auf Stylomaten-Modus, ne? Und wirklich so da reinmarschiert, breitestes Kreuz, setzt sich hin. Hat, glaube ich, erstmal gedacht, das ist ein Open Mic. Deswegen, der hat einfach die ersten Dinger waren einfach so, ja, und und dann meinte der Richter so, ja, sie müssen nicht so nah ans Mikrofon gehen. Ne, aber der war on fire. Der hat Bock gehabt, ne? Dann haben die den halt gefragt, ja, Herr so und so. Und sonst hat er immer sein Bandana im Gesicht und so, ne? War auf jeden Fall interessant, den mal so zu sehen und spiele ich im Thema drin. Kann auch sein, dass man mittlerweile sein Gesicht schon kennt und ich bin jetzt wieder hinten dran. Aber ich habe es das erste Mal gesehen und ja, ich möchte sagen, sah gefährlich aus. Ne? Also, wenn er mal irgendwie böse geguckt hat, war schon leicht angsteinflößend, aber ich saß ja auch, ich wurde ja auch, war mit der Kerstin da und es war ja alles gut. Auf jeden Fall, komme ich später noch zu, der hat auf jeden Fall einen super Bombentag erwischt, wirklich Killer. Ja, haben die denn halt gefragt, ja, und wie sieht's aus? Wie sind sie denn damals zu EGJ gekommen? Ja, über einen Kollegen habe ich halt gefragt, ob der vielleicht connecten kann zwischen Arafat und mir. Da habe ich mich halt mit Arafat hingesetzt und der Richter wollte halt darauf hinaus. Das Thema, was so über allem schwebt, ist halt, wie war das Verhältnis zwischen Arafat und Bushido? So, und das war halt die Frage, ne? Ja, und haben die, was für ein Verhältnis haben die beiden gehabt? War das so ein brüderliches Verhältnis? Haben die sich auch vor ihnen gestritten?
welcher Name stand auf dem Vertrag drauf, mit wem haben sie den Vertrag ausgehandelt, und der hat halt einfach alles mit Arafat gemacht, ne? Und während die beiden miteinander geredet haben, habe ich so kurz mir das Szenario reingezogen und kurzzeitig sah das wirklich aus wie Tennis, ne? Weil rechts sitzen halt so die Anwälte und die Angeklagten, links auch ein paar Anwälte und ein Angeklagter, und der Richter war dann immer so, also der Richter war hier und hat so gesagt, ja, an welchem Datum war das denn? Weiß ich nicht mehr genau. Okay, wann war das dann? Und alle im Gerichtssaal waren so, über so eine halbe Minute, war richtig schön anzuschauen auf jeden Fall. Und AK hat aber komplett souverän das Ganze auch beantwortet, so, ja, ich habe mit Arafat das Ganze verhandelt, pipapo. Dann hat er irgendwas erzählt von wegen, ja, 30% Vertrag halt. Und das habe ich mir dann notiert und dachte mir so, der kann ja unmöglich damit meinen, dass sein Anteil 30% waren und die von EGJ 70. Ne? Er hat ja auch erzählt, dass die 70% wurden dann halt 50-50 nochmal aufgeteilt zwischen Arafat und Bushido, dass die halt beide 35 haben, aber egal, kommen wir dann später noch zu. Hat dann halt erzählt, mit Arafat hat er den Vertrag gemacht, hat auch erzählt, Arafat ist der Leader gewesen, so alles wurde mit Arafat besprochen, pipapo. Und dann hat er erzählt, dass der halt zu einem Zeitpunkt 10.000 Euro Steuerschulden hatte. Ne? Und ist dann, hat dann AK erzählt, dass er damit zu Bushido gegangen ist. Zuerst hat er halt gedacht, ja, okay, Bushido ist halt, Mann, der ist halt hier so der Mac Daddy, so dessen Namen trägt das Ganze hier so. Ich gehe zu dem, hat er dem den Wisch gezeigt, nach dem Motto, guck mal hier, ich habe 10.000 Euro Steuerschulden. Und Bushido hat wohl eiskalt gesagt, Augen verdreht und gesagt, so, ist zu viel, kann man nicht machen, das muss ich erstmal besprechen, pipapo. Hat den halt eiskalt hängen lassen. Ne? Und da muss man ehrlich sagen, das ist schon crazy. Das ist crazy frech auch, ne? Ich meine, ich bin in dem Zirkus nicht drin, ne? Aber, Mann, du bist einer der bestverdiensten deutschen Rapper, so Millionen, aber Millionen schwer. Signst einen neuen Künstler, ne? Der kommt mit einer Kleinigkeit von 10.000 Euro an und du bist aber so drauf und sagst so, das ist schon ein bisschen viel. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also ich sage jetzt erstmal nein, aber ich bespreche das nochmal mit den Leuten und das ist wirklich, das ist crazy. Das ist hart Skorpion in der Tasche, auf jeden Fall. Uncool. AK hat dann erzählt, dass er mit den 10.000 dann mit demselben Wisch dann zu Arafat gegangen ist und Arafat gesagt hat, ja, hier sind 10.000 Euro, Vorschuss, dann zahlen wir die irgendwann zurück. Und Arafat hat das dann einfach geregelt, ne? Und man hat schon gut rausgehört, auf jeden Fall, dass AK so ein Groll gegen Bushido hegt, weil, wie er auch erzählt hat, 2016, glaube ich, ein Album rausgebracht, was irgendwie Top 3 war, war ein Bombenalbum, war dann 2017, hat er dann bei EGJ unterzeichnet und die wollten halt diesen Sampler machen, ne? Wisst ihr ja Bescheid. So, und AK hat dann auch gesagt, ja, Bushido hat schleifen lassen, der hat nichts gemacht. Und der Richter meinte dann auch so, beschreiben Sie das mal. Ja, der hat Schiss gehabt, der hat Schwanz eingezogen. Wir wollten Sampler machen, der Sampler kam nicht raus, einfach wegen Bushido. Ja, und AK meinte dann auch so, guck mal, ich habe jetzt, ging mir voll auf, der hat sich gut in Rage geredet. Ne? Der meinte so, guck mal, ich habe jetzt hier anderthalb Jahre Leerlauf, ich habe vorher ein Top-3-Album gehabt, geh dann zu EGJ. So, ich arbeite 2 Monate durch, habe meine Parts ready für den Sampler und dann passiert einfach nichts, weil Bushido keinen Bock hat. So, weil er Schiss hatte. So, haben die dann später noch aufgeklärt, wisst ihr ja eh schon, warum. So, ist ja auch in Ordnung. Dann schaltet sich so die Oberstaatsanwältin ein, das ist die vom Arafat immer den hier bekommt. Die schaltet sich ein und sagt so, ja, aber sie sagen jetzt, sie konnten nicht arbeiten. Aber warum konnten sie denn nicht arbeiten? Warum konnten sie denn keine Musik rausbringen? Und er sagt so zu der, ja, weil wir wollten Sampler machen und wegen Bushido konnten wir den nicht machen, also konnte ich nicht arbeiten. Und da sagt sie so zu dem, ja, aber warum haben sie denn nicht einfach gemacht? Was hat denn nicht gepasst? Was hat denn gefehlt? Und AK meint so, Bushidos Parts. Und die Staatsanwältin war so, also das verstehe ich jetzt nicht, warum, was meinen sie mit Bushidos Parts? Und AK so, die Rap-Parts, so, wir haben einen Sampler geplant, wir alle, ich habe meinen Part eingerappt, der hat seinen Part eingerappt, der kommt nicht und macht, wird nicht fertig, der will ihn einfach nicht aufs Album, wie sollen wir den Sampler rausbringen?
Der war in so einem nicen Rage-Modus. Und das war noch die Vorstufe auf jeden Fall zu dem, was noch später kam. Hat er dann, da sah die Oberstaatsanwältin richtig böse aus. Das war böse peinlich. Da hat die sich übelst blamiert. Und sie sagt dann auch so, ja, ich kann ja nicht wissen, wie das mit so einem Sampler läuft und so. Granted so, kann sein, muss, aber dann kann man auch ein bisschen anders fragen, weil die hat schon so nach dem Motto gesagt, ja, das sind doch hier faule Ausreden, wie, sie konnten nicht arbeiten. Der so, ja, Bushidos Parts. Und dann war einfach so 5 Sekunden lang. Ey, das war so schön. Egal, dann war die erstmal abgefrühstückt auf jeden Fall. Dann ging es um das Meeting, wo die Trennung den Künstlern quasi, ja, unterbreitet wurde. Das heißt, AK hat halt erzählt, wie am, ich weiß nicht, wann war das, 18. Januar oder so 2018, Puderstraße, hieß die Straße, glaube ich, genau. Ich weiß nicht, ob das bei Papa Ari ist oder wo die da ihr Headquarter haben, ist ja nebeneinander. AK, Shindy, Lars, Ali Boumaier, wer war noch da? Arafat Bushido, die Caro, die Sekretärin, Rommel wohl und noch irgendwie Leute, die an der Tür standen und geraucht haben, hat AK halt erzählt. Und die wollten dann halt genau von dem wissen, wie die das gesagt haben. Und da meinte er halt so, ja, also es war wie immer, Bushido und Arafat haben miteinander geredet, wir saßen da und als sie fertig waren mit Reden, kamen die zu uns und haben uns dann halt erzählt, was die vorhaben. Und alle waren total gelassen, keiner hat irgendwie so großartig Faxen gemacht und die haben denen halt erzählt, wir arbeiten demnächst nicht mehr zusammen. So, und dann hat AK halt erzählt, ist er so ein bisschen ausufernd geworden und meinte so, der hat einfach den Schwanz angezogen. So, Bushido hat gesagt, ich habe hier Stress mit den beiden Rappern, ne? Kollega und Farid, ich habe Stress mit Kollega und Farid und ich will die nicht zurückdissen. Wir können die nicht zurückdissen, weil die beiden angeblich ein Video haben von Bushidos Frau. So, und dass das jetzt kein Video ist, wo die irgendwie im Alnatura Granatäpfel kauft, ist, glaube ich, auch jedem klar. Und das ist natürlich crazy. Ich meine, ihr wisst das wahrscheinlich schon. Aber es ist halt krass und man muss sich halt so fragen, also, ist das korrekt so? Oder muss man da überhaupt korrekt sein? Ich meine, Bushido hat sich jahrelang aus dem Fenster gelehnt, den dicken Max gemacht so und hat versucht, die irgendwie klein zu halten und auch zu schießen. So, die Jungs sind kranke Rapper, für mich ist Ave Maria einer der besten Diss-Tracks, gerade Collis Part ist für meinen Lieblings-Kollega-Part auf jeden Fall, of all time, ist der erste Part auf Ave Maria, so. Krasse Rapper, krasse Gegner, krasse Typen, so. Und Bushido zieht dann Schwanz ein, weil die bessere Lines haben oder weil die übermächtige Rapper sind oder sonst irgendwas oder weil die, keine Ahnung, krasse Rücken haben, sondern weil die einfach ein Video haben von seiner Frau. Und jetzt, da fragt man sich natürlich so als Fan, haben die dem die Info zukommen lassen, so nach dem Motto, ey Bushido, Dicker, Ennis, halt den Ball flach, wir haben hier ein Video, du weißt, wie die Welt heutzutage funktioniert, kommt ein Video raus, geht das viral, könnte böse werden, deswegen, mach mal lieber nichts. So, ich weiß nicht, ob es genauso war, das sind natürlich jetzt Mutmaßungen von mir, aber es ist auf jeden Fall krass und Bushido hat dann, hat AK noch erzählt, Bushido hat dann wohl gesagt, ja, die haben ein Video von meiner Frau und wenn das rauskommt, dann werde ich zum Mörder, weil da geht es um meine Familie und dann würde ich ausrasten und AK hat dann aber auch das in so einem Ton erzählt, nach dem Motto, ja, Alter, genau, wirst dann zum Mörder, okay, würdest du ausrasten, ja, ja, du bist genauso, du bist so ein Amok-Typ, genau, so. Und dann hat der Schoppe, Bushidos Anwalt, sich nochmal eingeschaltet. Und AK war aber schon im Modus, ne? Und dann, ich schwör's euch, das war einfach ein Battle. Das war aber kein Battle auf Augenhöhe. Das war einfach Cynic gegen Jack Dragon. Das war, was war das, Alter? Das war einfach eine Hinrichtung. Wirklich, das war einfach Roasting-Session, Bodybag. Der Schoppe hat mit Händen und Füßen versucht, aber AK war einfach komplett on fire. Und der Schoppe meinte dann so, ja, aber hat dann so eine ganz blöde Frage gestellt und meinte so, ja, aber wussten Sie denn schon vor dem Meeting von der Trennung von Bushido und Arafat? Und ich zitiere AK außer Kontrolle. Hä? Hä? Wie soll ich denn davon wissen? Wir wurden alle zum Meeting hingebracht und dann haben die uns das da... Was ist das denn? Sie versuchen mich hier so und so hinzustellen. Da habe ich aber keinen Bock drauf.
Ne? Soll ich ihm mal was sagen? Ich bin zu Bushido gegangen, der hat den Schwanz eingezogen. Ich bin sauer. So, Bushido, ich hatte Probleme. Später hatte ich noch 240.000 Steuerschulden wegen dem Album vorher, Vorschuss, Pipapo, was dann nicht gezahlt wurde. Steuern wurden fällig. Aus den 10.000 wurden 240.000, weil man weiß, das wird ja sukzessive mehr. So, und Bushido, ich war Bushido scheißegal. Und ich sag ihm so, wie es ist, der ist mir scheißegal. Ich schwöre, dieser Scheißegal-Counter war am Ende bei 29. Der ist mir scheißegal. Ich scheiße auf den. Der ist mir scheißegal. Bushido ist mir scheißegal. Bushido hat 3 Kinder. Ich habe auch 3 Kinder. Kümmert er sich um meine Kinder? Nein. Ich guck auf meinen Arsch. So. Und dann waren die aber so, warum wurden denn jetzt aus den 10.000 irgendwie 240.000? Und dann war AK so ein bisschen im Bragging-Modus. Meint er, ich habe vorher auch Geld verdient. Ich habe alleine 1 Mio Vorschuss bekommen für das Album. So, als ob ich vorher kein Geld verdient habe. Geil auf jeden Fall. War auf jeden Fall, ja, es war, ich habe mehrere Male lachen müssen, weil es wirklich, weil AK hat den Saal rasiert, Alter. Ohne Spaß, der ist da rein, das war eine One-Man-Show. Die Abu Chakas, ich, die Stichsägen Kerstin, alle mussten sich das Lachen verkneifen oder haben auch gelacht. Also der hat da wirklich, Dicker, der hat da eine Show draus gemacht. Und der war, Dicker, der kam, der war on point, der war on fire. Der war krass auf jeden Fall. Da haben die noch so mal nachgehakt, wo das, wie das mit den Steuerschulden, wie das alles passiert ist. Hat er auch erzählt. Und dann meinte der Schoppe, wollte den, hat nicht aufgegeben. Der dachte, das ist so scheiße, Alter, ich liege jetzt hier gerade in Runden 2-0 hinten. Ich frage nochmal was. Aber die 10.000 Euro, hier in dem Polizeistatement, was sie gegeben haben vor anderthalb Jahren, sagen sie aber, das waren 10.000 Euro Schulden bei der Krankenkasse. Meint der, ich habe langsam die Nase voll. Sie versuchen mich hier als dumm darzustellen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Steuern. Ich weiß immer noch nicht, was Umsatzsteuer ist. Kann sein, Krankenkasse holt das vom Finanzamt. Finanzamt hat der einfach, ey, der war so, so real und so ehrlich. Der meinte so, guck mal, ich habe so und so viel Tausend bei der Krankenkasse. Ich habe jetzt schon wieder irgendwie 66.000 bei der Krankenkasse Schulden. Die gehen zum Finanzamt. Finanzamt pfändet mein Konto. Die nehmen das Geld runter. Danach ist wieder alles gut. Hat der eiskalt so erzählt, ne? Ich schwöre, Weltklasse, Alter. Real as it gets, so. Saß der hat das alles erzählt und sagst du zum Chopper, sie versuchen mich hier als dummen Idioten darzustellen, meint er so, ich habe keine Ahnung von Steuern. Ich habe Abgangszeugnis. Und alle so, Alter. Böse Lein, wirklich böse Lein, sagt er dem, wirklich, der war auch laut. Ne, und AK saß wirklich so, also der war so quasi vor dem Chopper, weil die haben, wie viel Abstand haben die gehabt, Alter, lass es so 2,5 Meter gewesen sein. Und der hat wirklich, der hat dann auch, der hat die Distance noch so ein bisschen geclosed, hat sich nach vorne gelegt und der Chopper war die ganze Zeit so, ja, aber, weil sie haben ja erst gesagt Krankenkasse und dann jetzt auf einmal Umsatzsteuer. Was war es denn nun? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Abgangszeugnis. Ne? Nach dem Motto Schule abgebrochen und so. Ich schwör's euch, Weltklasse. Danach haben die noch ein bisschen nachgehakt. Dann hat der noch erzählt, dass der vorher bei Universal einen absoluten Knebelvertrag hatte mit einfach 18% Beteiligung. So, ich habe keine Ahnung, ich habe, glaube ich, zweimal einen Vertrag gehabt oder habe einen Vertrag mit, prozentualer Beteiligung, das ist 80-20, ne, Management halt, und bei dem ist einfach umgekehrt. Es ist einfach 20-80, also beziehungsweise 18-82. Crazy, Alter. Keine Ahnung, wie man da reich werden soll. Und dann hat er halt auch ganz ehrlich erzählt, meinte, ich habe bei Universal 18% gehabt, da bin ich zu EGJ. Da habe ich 30 gehabt, ist fast doppelt so viel. War für mich super. So. Krank auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Mann, er kam, sah und siegte. Der kam da rein. Der hat sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Mic genommen. Hat alle Zweifel beseitigt. Hat sich Luft gemacht, was Bushido anging. Und danach ist er einfach wirklich wie, Mann, der ist aus dem Gerichtssaal wieder raus wie Tupac. Ich schwör's euch. Bombentag auf jeden Fall. Schade, dass der nicht nochmal kommt, aber der ist da wirklich, der hat einfach das ganze Ding abgefrühstückt, ist da so wieder rausmarschiert. Killer. Mittwoch geht's jetzt weiter. Man weiß immer noch nicht, natürlich nicht, wer jetzt geladen ist, aber ich bin auf jeden Fall Mittwoch wieder am Start und zieh mir das rein. Ja. War auf jeden Fall, lief wieder alles zu den Gunsten von den Abu Chakas auf jeden Fall. Langsam wird das Ding halt wirklich immer klarer und man stellt sich so die Frage, Warum machen die das noch, Alter? Choppe spielt auf Zeit. Die Sachen, die Arafat irgendwie so darstellt oder gesagt hat, bestätigen sich. Bushido lügt hier. Da bestätigt ein Künstler, dass das Ganze
was Arafat sagt, eher stimmt als das, was Bushido sagt. Wie soll das Ganze weitergehen? Ich hoffe einfach drauf, dass die ganzen anderen jetzt auch noch antanzen. Falls sie nicht schon da waren, ne, zu diesem Meeting-Ding da, Lars, Shindy, Ali. Genau, nee, das haben die am Anfang erzählt. Die haben gesagt, Shindy wurde wieder ausgeladen. Keine Ahnung warum, aber das ist genau, das war die Information, die da durchgesickert ist bei der Bild-Zeitung oder in einem anderen Outlet. Und da hat sich halt die Anwaltschaft von den Abou-Chakas ein bisschen drüber aufgeregt, nach dem Motto, wie kann das sein, dass solche hart internen Sachen nach außen dringen, dass dann hier Rosberg und Co. einfach wissen, ihr könnt es euch denken, dass Shindy zum Beispiel wieder ausgeladen wurde. Naja, ich bleibe auf jeden Fall dran für euch. Ich gehe da nochmal zum Gericht, ich marschiere da nochmal rein am Mittwoch. Hoffe, dass wieder ein geiler Gast da ist. AK, alles rasiert. Es läuft auf jeden Fall zu den Gunsten der Abou-Chakas. Und ja, ich bin froh, dass ich da immer wieder dabei sein kann und dann euch davon berichten kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut da rein, meine Lieben.